Malu mit Paula Trottenberg. Die fünf Bandits, Finn Jung, die sechs Dodo mit Annalena Kulka haben hier 620 Meter zurückzulegen, 40 Meter Zulage also. Und dann das dritte Band mit Gigolo der 7, Josephine Kosica und die neue, das ist Fiero mit 10 Sticker aus dem dritten Band 640 Meter. Ist erfolgt und die Kleinen werden jetzt durchfahren bis zu ihren Startpositionen, die sich auf der Überseite befinden. Die Minis unterwegs am heutigen Sonntag zu ihrem Rennen. Erstes Band natürlich noch an der Spitze. Da sind Sherry mit Alina Kulka und Cheesecake. Lara Braun heute nicht mit ihrem Paradepferd mit Cornelius, der schaut sich das Ganze von draußen. Malu in der Mitte mit Paula Trottenberg versucht sich hier zu wehren, aber außen ist Gigolo im Moment etwas stärker, ist auch etwas größer natürlich als Malu. Das sind 6 cm, die den Unterschied ausmachen können. Wir kennen das ja, 6 cm können eine ganze Menge sein, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Aber Malu kommt noch einmal wieder hin und will sich nicht geschlagen werden. Das ist ein Fotofinish hier auf den ersten beiden Plätzen. Balu und Gigolo. Und ich glaube, Balu mit einem Näschen am Ende vorne, mit dem Nöschen, sagt Kollege Hans-Sinnige immer. Zielfoto brauchen wir da bei den Minis. Dritter wird die 3 Dark Emotion. Vierter Platz dann Cheesecake mit Lara Braun. Dann geht's weiter, dann kommt Fiero ins Ziel als Fünfter mit Selina Stickern. Dodo, Annalena Kulka dann dahinter. Und Bandit mit Finn Jung und Sherry, der kleinste im Feld mit 80 cm. Also da war 9,6 Kulka auch dem Ziel angekommen. Also alle im Trab, das ist die gute Nachricht. Aber wer hat gewonnen? Das ist die Frage, die uns jetzt ständig begleiten wird, bis wir da eine Lösung haben. Ben, du hast heute mal Dark Emotion gefahren, ihr habt getauscht, die Dipsy hat heute deinen Bruder gefahren und hast ja heute in Dark Emotion mal so ein bisschen Beine gemacht, oder? Auf jeden Fall. Ich habe den letzten Start gefahren, ich habe den Warst du überrascht, dass du so vorne, weit vorne dabei warst, oder hast du schon mitgerechnet? Also ich habe auch gesagt, als ich die Karte runter habe. Super, herzlichen Glückwunsch. So, ich warte jetzt mal drauf. Dirk, haben wir schon eine Entscheidung, was den Sieger betrifft? Ah, gerade eben habe ich sie bekommen. Sieger ist tatsächlich die 4 Balu mit Paula Trottenberg. Zweiter dann die 7 Gigolo, Josephine Kosica. Zielrichter hat zweimal hingeschaut und ist sie sicher. Ja, so sieht es. Auch dünn war es. Ich konnte es nicht mehr kennen, weil du die längeren Schulter hast. Ich glaube, 5 Meter vor der Linie hat sie eine Nase gefunden. Dann hat er auf der Linie war er lange Balu. Also, erster, zweiter ist dann. Sehr gute Fahrt, sehr stolz auf die Führung, es war wirklich auch dünn. Ich bin halt sehr stolz. Wenn der Kreuzhoff geht, dass er immer so tolle Antworten gibt und wir haben ja schon darüber gesprochen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe niemals gefragt, dass der Toni und du, dass er jüngste Siegerin. Können wir das machen? Können wir mal zu der Paula. Geh mal zu Paula. Sprech mal ins Mikro.
Super, vielen Dank, Tobi, hast du toll gemacht.